Hi ihr Airsoft-Begeisterten, heute haben wir wieder ein Top 10 Produkte-Video für euch. Diesmal haben wir tatsächlich nur eine Top 10 für euch und keine Top 13, aber wir haben 10 geile Produkte für euch rausgesucht. Kommen wir zu unserem Platz 10. Auf unserem Platz 10 haben wir unseren Kalender für das Jahr 2022. Der ist doch einfach cool. Hier könnt ihr alle eure Spieltage eintragen. Und noch mehr. Den Kalender bekommt ihr natürlich ab einem Bestellwert von 20 Euro kostenlos von uns dazu geschenkt. Aber wenn ihr jetzt dachtet, ich bin so dumm und pack wirklich unseren Kalender auf den Platz 10, habt ihr euch geschnitten. Auf unserem tatsächlichen Platz 10 haben wir Folgendes. Denn auf unserem tatsächlichen 10. Platz haben wir eine Balaclava mit Mundprotektor von FMA. Bei der Balaclava habt ihr vorne noch ein leichtes Mesh mitverarbeitet, was euren Hals zusätzlich noch schützt. Und ihr habt einen zusätzlichen Zahnprotektor, welchen ihr unter der Maske rausholen könnt. Ihr könnt die Maske mit und ohne Zahnprotektor spielen. Natürlich macht es mehr Sinn mit Zahnprotektor, denn eure Zähne sind wichtig. Diesen könnt ihr ganz einfach unter die Maske stecken, vorne reindrücken und dann sind eure Zähne zusätzlich geschützt. Ihr habt hier kein Mesh-Gitter wie bei den meisten Masken, sondern es besteht aus Gummi. Dadurch, dass es aus Gummi ist, passt es sich deutlich besser eurem Gesicht an und ihr habt keine Probleme wie mit dem Mesh, dass ihr das zuerst biegen müsst oder dass es eben einfach nicht passt. Und wie ihr sehen könnt, es deckt genau den wichtigen Bereich ab. Wenn ihr euch diese Balaclava kaufen möchtet, könnt ihr die für 18,90 Euro in unserem Shop erwerben. Aktuell gibt es diese nur in Camo. Auf dem 9. Platz habe ich einen Ständer für euch. Aber nicht so einen Ständer, wie ihr denkt. Wir haben einen Waffenständer. Bei diesem Waffenständer könnt ihr bis zu 7 Waffen platzieren. Er ist aus Kunststoff und Aluminium gefertigt. So viel kann man gar nicht zu einem Waffenständer sagen. Man kann nur sagen, jeder braucht einen. Genauso wie du. Der Aufbau ist an sich recht simpel. Ihr müsst einfach nur die Seiten an den Stämmen rausschrauben, könnt diese dann in verschiedenen Positionen befestigen, je nachdem wie ihr das benötigt und dann einfach von außen wieder festschrauben. Also, wenn ihr auch einen Ständer wollt, könnt ihr den für 69,90 Euro bei uns kaufen. Der ist ziemlich auf Ständer gesagt. Auf unserem 8. Platz haben wir die nagelneuen Gase von Worsk. Ich als kleiner Auto-Enthusiast habe mit den Worsk-Gasen meinen Way to go gefunden. Ihr fragt euch warum? Guckt euch die Bezeichnungen an. V6, V8, V12. Na, woran erinnert euch das wohl? Und zusätzlich fällt das Design auch noch schön ins Auge. Es gibt drei verschiedene Typen von Worsk-Gas. Einmal das Worsk V6, das ist für die wärmeren Tage gedacht, vergleichbar mit einem grünen Gas. Das V8 ist für die kälteren Tage gedacht, also vergleichbar mit einem roten Gas. Das V12 ist für Langwaffen gedacht, vergleichbar mit dem schwarzen Gas. Ich auf jeden Fall für meinen Teil habe die Worsk-Gase in meine Spieltasche gepackt, denn ab jetzt werde ich diese benutzen. Zudem sind die Worsk-Gase auch noch etwas günstiger als andere Gase. So kostet das V6 12,90 Euro, das V8 18,90 Euro und das V12 20,90 Euro. Auf unserem 7. Platz haben wir die verschiedenen Koffersets von Reapo. Bei unserem Kofferset von Reapo habt ihr quasi ein rundum sorglos Paket. Ihr bekommt einmal einen Koffer, den es in verschiedenen Größen gibt, ein Schloss und 5 Seiten Sticker. Ich lese euch mal ein paar coole Sticker vor. Hier haben wir zum Beispiel Need more Coffee, Need more Sleep, Need more Guns. Ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen. Eat well, move more, live fully. Pain is weakness, leaving the body. Call your hits. Cool story, bro. I'm the shit und vieles mehr. Solltet ihr also noch einen Koffer brauchen, schlagt zu. Wir haben alles für euch da. Bei dem Koffer, den wir jetzt hier bei uns vorstellen, haben wir die 90 cm Variante als Pick and Plug gewählt. Bei einem Pick-and-Plug-Koffer habt ihr eine Schicht Schaumstoff, bei der ganz viele kleine Vierecke ausgeschnitten sind. Diese könnt ihr einzeln rauspicken und an eure Waffe anpassen. Deswegen Pick-and-Plug. Also, wenn ihr auch so ein cooles Kofferset wollt, dieses hier bekommt ihr für 74,90 €. Wir haben aber auch noch andere Ausführungen. Auf unserem 6. Platz haben wir die neuen Magazine von Zymer. Bei den neuen Zymer-Magazinen habt ihr was total Besonderes. Nicht nur durch den geilen Aufdruck, den die Magazine haben,
sondern auch durch ihre Kapazität. Denn bei den neuen Zymer Magazinen habt ihr eine Kapazität von 220 Schuss. Das bekommt ihr sonst für diesen Preis bei fast keinem Hersteller. Wir zum Beispiel haben mit solch Kapazitäten ganz wenige Magazine. Zum einen die PTS-Magazine mit 250 Schuss, die Bow-Magazine mit 200 Schuss und die EMG-Magazine mit 190 Schuss. Da seid ihr hier mit 220 Schuss schon verdammt gut bedient bei einem Preis von 19,90 €. Und ihr wollt bestimmt auch wissen, was unter diesen vier Magazinen mein Liebling ist. Ihr könnt es euch schon denken, natürlich dieses hier. Also, wenn ihr Interesse an den Magazinen habt, könnt ihr die wie immer auf www.sniper-as.de kaufen. Auf unserem fünften Platz haben wir die Tokio Marui VSR 10. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum packt Dennis eine VSR 10 auf den Platz 5? Die gibt's doch schon ewig. Ja, die gibt's schon ewig, allerdings nicht als HPA. Diese Waffe haben wir selbst auf HPA umgebaut und zugelassen. Ihr bekommt hier eine maximale Leistung von 2,4 Joule. Verbaut wurde eine HPA Wolverine Bolt Engine mit einem Wolverine Zylinder Kit. Zusätzlich haben wir noch ein 80 Grad Maple Leaf Hopper Bucking reingepackt. Um diese HPA-Waffe in Betrieb nehmen zu können, braucht ihr natürlich einen passenden Schlauch, eine HPA-Flasche, einen Regulator und einen kleinen Akku, welcher in den Stock eingesetzt wird für die elektrische Trigger-Einheit. Im Großen und Ganzen habt ihr hier ein vertrautes Modell, das schon länger auf dem Markt ist, mit einem neuen Antriebssystem, nämlich HPA. Wenn ihr diese haben möchtet, könnt ihr die für 689 € in unserem Shop erwerben. Auf unserem vierten Platz haben wir die SAC Custom High Kappa Series. Ihr denkt euch bestimmt, was bedeutet SAC Custom? SAC steht für Sniper Airsoft Custom, bedeutet Waffen, die wir selbst umbauen. SAC Custom zum Beispiel sind Waffen von AW Custom, die von uns umgebaut wurden. Deshalb SAC Custom. Wir haben jetzt hier für euch die AW Custom HX1005. Das ist die Splitslight in Blau. Wie immer bekommt ihr hier einmal ein Zertifikat von uns, damit die Waffe auch geprüft wurde, die Bedienungsanleitung in Englisch, dann bekommt ihr die Pistole, ein Gasmagazin und eine Optik-Mount. Theoretisch bräuchtet ihr mit dieser Pistole gar keine Langwaffe mehr, denn locker erreicht ihr mit ihr auch die 50-60 Meter. Durch die verbauten Tuning-Teile könnt ihr mit dieser Pistole locker 0,36er BBs hoppen, was schon eine verdammte Ansage ist. Wir haben hier eine Maple Leaf Hop-Up Unit verbaut mit einem 50 Grad Maple Leaf Hop-Up Gummi und einem 6,02 mm Tuninglauf. Um das Hop-Up einstellen zu können, müsst ihr den Schlitten nach hinten ziehen, bis kurz vor den Schlittenfang. Da kommt nämlich eine kleine Auskerbe. Bei dieser Auskerbung müsst ihr den Schlittenfanghebel ansetzen und dann könnt ihr diesen von hinten rausdrücken. Jetzt könnt ihr den Schlitten nach vorne abziehen. Und dann kommt euch schon die Hop-Up-Unit entgegen mit dem kleinen Rädchen zum Einstellen des Hop-Ups. Um den Schlitten wieder zu montieren, müsst ihr dasselbe genau umgekehrt machen. Schlitten ansetzen, nach hinten ziehen, wieder in die richtige Position bringen, Stift reindrücken, Schlitten vor, fertig. Das Ganze könnt ihr nur machen, wenn das Magazin nicht in der Waffe ist. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, so eine SAC Custom zu kaufen, bekommt ihr diese im Bundle mit einem kleinen Koffer, einem Schloss und einem Speedloader. Das bedeutet, ihr würdet das Set so bekommen, wie es hier steht. Ein rotes Schloss, einen großen Speedloader, ein Magazin, die Waffe und den Koffer. Die blaue Splitslight-Version, wie ich sie hier habe, bekommt ihr in diesem Set für 289 €. Und für dieses Geld, eine so krasse Waffe, das ist es schon wert. Auf unserem dritten Platz haben wir die Arcturus AK-K9 als HPA-Version. Diesmal habt ihr wieder eine SAC-Waffe, denn diese wurde von uns auf HPA umgebaut. Ihr findet vielleicht einfach nicht die richtige HPA-AK für euch, weil die Auswahl auf dem Markt so begrenzt ist. Dann haben wir hier ein Schmuckstück für euch. Die AK-K9 wurde von uns umgebaut und auch zugelassen. Die Basis hierbei dient, wie wir schon erwähnt haben, die AK-K9 von Arcturus. Verbaut wurde hier eine Wolverine HPA Engine, ein 6,03 mm Tuninglauf von Prometheus und ein 70 Grad Maple Leaf Hop-Up Gummi. Mit diesem ganzen Umbau kommt ihr auf einen Maximalwert von 2,4 Joule. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen viel an, weil das für die meisten Spielfelder doch etwas zu hoch ist. Allerdings, es ist HPA, ihr könnt eure Joule einfach etwas regulieren. Vielleicht noch für die unter euch, die nicht wissen, was HPA überhaupt bedeutet. HPA bedeutet High Pressure Air, beziehungsweise Luft, Druck, Druckluft.
Ganz einfach, in der Waffe ist eine Engine verbaut, die mit Luftdruck gesteuert wird. Bedeutet, ihr habt einen Schlauch, der aus der Waffe rauskommt. Dieser muss an einen Luftdrucktank mit Schlauch und Regulator verbunden werden und schon könnt ihr schießen. Bei diesem Modell ist es explizit noch etwas anders, denn hier ist noch eine elektrische Trigger Unit verbaut. Bedeutet, es muss ein zusätzlicher Akku eingelegt werden. Und das Coole ist, ihr habt auch zwei Magazine im Lieferumfang enthalten. Hier habt ihr einmal ein High-Cap-Magazin und ein Mid-Cap-Magazin. Wenn euch also dieses Schmuckstück gefällt, könnt ihr das für 829 Euro in unserem Shop erwerben. Auf unserem zweiten Platz haben wir den Predator MK3 Tracer von Acetek. Dieser Tracer ist einfach Bombe verarbeitet. Wie ihr auch schon beim Radar Tracer Video sehen konntet, hier oben kommt auch der Predator MK3 in einer schwarzen Box mit Bedienungsanleitung, Kabel und so weiter. Wir schrauben den Tracer jetzt einmal auf die Arcturus K9, damit ihr auch mal sehen könnt, wie sowas an der Waffe aussieht. Bei dem Predator MK3 handelt es sich um einen QD-Tracer. Bedeutet, wenn ihr diesen abzieht, habt ihr noch einen Mündungsfeuerdämpfer. Das Coole an dem Predator MK3 ist, ihr habt nicht nur die Beleuchtung der Kugeln, sondern auch simuliertes Mündungsfeuer. Geladen wird der Tracer mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel und anschalten könnt ihr diesen, indem ihr den auseinanderschraubt und den kleinen Knopf an dem Blaster M, der innen drin verbaut ist, drückt. Wenn ihr die Topcap abgeschraubt habt, kommt euch ein kleiner Blaster M entgegen. Wenn ihr wissen wollt, wie man diesen dann bedient, müsst ihr unser Tracer-Video anschauen. Da habe ich das schon erklärt beim Radar-Tracer. Durch seine Größe ist der Tracer allerdings eher für längere Waffen gedacht. Auf der Arcturus K9 kommt er immer noch relativ gut. Für Pistolen ist dieser leider weniger geeignet. Also, wenn ihr Bock bekommen habt auf den Predator MK3, könnt ihr den für 134,90 € in unserem Shop erwerben. Auf unserem Platz 1 haben wir unseren Kalender. Spaß, natürlich nicht, aber ihr bekommt den immer noch kostenlos. Auf unserem tatsächlichen ersten Platz haben wir wieder mal eine Waffe von AW Custom. Diese gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. So habt ihr diese einmal in Schwarz-Gold mit Rot, wie wir sie hier im Video haben, in komplett Schwarz, Schwarz-Silber und Schwarz mit rotem Schlitten. Bei diesen vier Variationen handelt es sich um eine normale AW Custom High Cupper. Das Besondere daran ist jetzt aber, wir haben sie so zugelassen, damit ihr die Waffe mit HPA spielen dürft. Das bedeutet für euch, ihr könnt diese Waffe mit dem Adapter und einem M4 Magazin direkt bei uns im Shop kaufen. Um die Waffe in Betrieb nehmen zu können, braucht ihr nur noch einen HPA-Tank, einen Regulator und einen Schlauch. Wenn ihr das nicht als HPA-Enthusiasten sowieso schon zu Hause habt. Jetzt liegt die Entscheidung nur noch bei euch. Ihr könnt die Waffe einmal mit Gaszulassung und einmal mit HPA-Zulassung bei uns kaufen. Der Vorteil, den ihr jetzt hierbei habt, ist ganz einfach. HPA ist im Winter weniger anfällig, bedeutet, ihr könnt jetzt eure Lieblingspistole auch im Winter problemlos spielen. Jetzt liegt die Entscheidung bei euch. Mit der Gasversion dürft ihr nämlich nur mit Gas spielen und bei der HPA-Version dürft ihr nur mit HPA spielen. Aber viel mehr Infos kann und will ich euch auch gar nicht geben. Warum, fragt ihr euch? Wie immer bei einem Top 10, so wie auch letzten Monat beim Top 13, kommt der erste Platz in einem separaten Video. Da schneiden wir das alles noch einmal genauer an und ihr könnt sogar sehen, wie das geile Ding schießt. Also, seid gespannt. Falls ihr dennoch jetzt schon Interesse an der Waffe habt, könnt ihr die für 339 Euro mit HPA-Adapter und Magazin in unserem Shop erwerben. Wie immer hoffen wir natürlich, dass unser Top 10 Video euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr uns ja gerne ein Abo dalassen, einen Kommentar schreiben und uns bewerten. Und seid auch gespannt auf die nächsten Videos. Im Dezember wird da noch was auf euch zukommen. Bis dahin, Leute, haut rein!